Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Call of Duty Modern Warfare. Wir sind im Nahen Osten und müssen Fahrer dabei helfen, die Russen aus ihrer Heimat zu vertreiben. Und dafür haben wir erstmal zwei Helikopter in die Luft gesprengt und sind jetzt auch schon wieder auf der Flucht. Warte, halt dich links. Nicht feuern. Kampffahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir uns als nächstes vor. Da kommen noch mehr. Bleib nah dran. Du hast sie alarmiert. Ups, ich dachte, wir kapern die Fahrzeuge. Ich habe doch gar kein Messer geworfen. Kampffahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir uns als nächstes vor. Achso, die wollen wir jetzt in die Luft jagen, sozusagen. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Die nächste Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Scheiße! Lass sie zurück! Para, wir haben den Nizai genommen! Ich jag's hoch! Rechts, Alex! Nach rechts! Heilige Scheiße! Ich glaube, es ist noch keine Notwendigkeit mehr, die Waffen zurückzuhalten. Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist das? Barkos Kriegsverbrechen. Runter. Versteck deine Waffe, es sind zu viele. Nicht bewegen. Ja, sie hatte noch gesagt, nicht bewegen. Verdammt. Aber da wohnen noch Menschen in dieser Stadt. Barkos Kriegsverbrechen. Runter. Was zur Hölle ist das? Versteck deine Waffe, es sind zu viele. Nicht bewegen. Halt den Kopf ruhig. Halt. Jetzt weiter. Wir krauchen hier zwischen Leichen. Leichen von Zivilisten und Kriegsverbrechen. Ich bin soweit. Schieße auf die zwei links. Gute Arbeit. Zum Tunnel, schnell. Es könnte noch mehr kommen. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Stopp! Scheiße! Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Dann los. Sicher. Gehen wir runter zu Hadir. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkows Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Es wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkows Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granaten, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Rahu Tato, Lamot Fashanam City. Bist du Rabbana Ami? Es City. Die Russen verstehen nur Gewalt.
Also kriegen sie Gewalt. Barkov hat Luftstreitkräfte. Also wir auch. Fernlenkflieger, bestückt mit C4. Der Fall Ulla, Mr. Ivy. Battle the Feld, Danny, Bademann Foot. Bereit? Ja, Commander. Abflug. Ah ja, muss ich jetzt so eine Drohne steuern? Bleib unten. Luftstützpunkt ist gleich vorab. Lass mich raten, gleich werden wir auch von einer Milliarde Drohnen angegriffen, wenn wir in der Basis sind. Gut geflogen, Brüder. Gehen wir runter. Okay, jetzt kommt der Angriff. Jetzt wird's wahrscheinlich richtig hart. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz Deckung. Mit dem da? Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Okay. Alter Verwalter. Ist das ein Flak, ne? Das ist ein Flakgeschütz. Gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Verstanden. Hier warten! Hier warten! Wir greifen ihre Waffenkammern an und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karim! Wir kämpfen, um Ursikstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ursikstan! Für Ursikstan! Was auch immer. Wow, das Ding haut ja mal ordentliche Ladungen raus. Okay, durchbrechen, durchbrechen, durchbrechen. Nicht stehen bleiben. Wer stehen bleibt, stirbt. Okay, jetzt wieder so einen Helikopter runterholen. Und Molotow für euch. Okay, nochmal eine Runde. Und da. Was denn hier? Ach, ist ein Motor. Boah, ich habe auch gleich nicht mehr. Einer noch. Okay, wo lang jetzt diesmal? War das gut? Ich weiß es nicht. Boah, da oben noch auf dem Scheiße, auf dem Turm. Auf dem Turm vor mir noch. So, und zwar... Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Achso, ich muss wieder in mein Versteck zurück. Nein! Oh, fuck. Dann lief es doch so gut, ey. Ah, okay. Ich muss die Waffenkammer da erledigen wahrscheinlich. Oh, oh. Nein, da hing ich hier fest, weil ich dachte, ich bin in meiner schönen kleinen Garage. Und da hing ich da an dieser Wand fest.
Okay, Waffenkammer. So. Oh, das Fahrer. Entschuldigung. Okay, da oben ist er. Oh, oh. Flieger sind in der Luft, Alex. Muss ich wieder ran? Alex, Fernflieger sind bereit. Na, dann holen wir uns mal den Typen da hinten, oder? Oh, hier ist ja gar keiner. Ups, da wollte ich gar nicht ran. Ja, ich kämpfe mich hier einfach mal weiter. Oh, ich dachte gerade... eine Granate. Alex, Flieger sind bereit. Okay, wo lang diesmal? An hier lang. Oh, da oben, ich muss an die Wand ran. Oh Gott, Granate. Zurückwerfen. Ich wollte sie noch zurückwerfen. Ich wusste, dass dieser Kampf hier sehr hart wird. Das war einfach viel zu leicht in den letzten... Alter, also von wo jetzt gerade? Also manchmal ist es immer echt krass in diesen Games. Boah. Ah, von dem da kam das gerade. Oh Gott. So, habe ich dich? Na endlich. Ja, alles klar. Na dann. Tschüss, Jungs. Ja, das Ding wird doch dann bestimmt ein Killstreak, oder? Wow. Nein. Die da will ich, genau. Die PKM. Ja, aber ich noch nicht. Ja, fuck. Die Waffe dann doch nicht so gut. Die Waffe war doch nicht so gut, wie ich es gehofft habe. Nein, wir bleiben jetzt bei meiner hier. Also, rotes Haus, alles klar. Kommt schon, ey. Da bist du hier wieder raus aus dem Modus und stehst direkt in der... Na, jetzt aber endlich mal eine gute Position hier. Na dann jetzt rein hier oder wie oder was jetzt hier? Erste Waffenkammer gesichert. Sehr gut. Draußen sammeln. Oh, erstmal alles hier mitnehmen, was wir hier finden können. Alle zum Tor. Oh ja, das ist eine viel schönere Knarre. Damit kann ich da viel besser umgehen. Es lässt sich nicht öffnen.
Alter, lass doch alle die Frau hier alleine dran ziehen. Das ist der Weg zur Rollbahn. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde es rammen. 3-1 an Watcher. Wir rücken zur Rollbahn vor. Wo bleibt die Luftunterstützung? Echo 3-1, Luftunterstützung unterwegs. Ohne Ja, dann komm, komm Spiel, gib mir den. Ich hol den Heli runter. Boah, geht ab hier. Noch Fragen? Wow, genau. Kommt da nochmal 5 Leute hier rausgerannt. Ja, irgendwas stand mir da gerade noch im Weg. Ich wollte gerade schön nach links ausweichen. Nee, sagt das Spiel. Nee. Ist aber auch echt eine krasse Stelle. Man darf nicht vergessen, man ist in 1-2 Schüssen tot. Also es ist hier kein Spiel, wo man ewig viele Lebenspunkte hat, die man alle schön verbrauchen kann. Na dann, los geht's. Wo ist der scheiß Heli? Da. Geschossen. Oh, ich glaube, der Molotow hat jemanden erwischt. So, jetzt hier nochmal rein. Ups. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich mich hier so ein bisschen durch. Genau, Leute. Hab dich schon gesehen, mach dir da mal keine Sorgen. Okay, weiter geht's. Oh Gott. Okay, da hinten müssen wir hin. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Rein hier. Jetzt wäre der Moment. Ein Heli ist unterwegs. Ist er konzentriert allein? Keine Flieger mehr. Tut mir leid. Viel Glück. Wo ist die letzte Waffenkammer? Bei den Kisten. In dem Hangar. Hinter der Rollbahn. Ah, fuck, ja, wir müssen das die Jungs da oben erledigen. Verstanden. Ihre Waffenkammer!
Oh mein Gott. Oh mein Gott, weiter rennen, weiter rennen. Ja, wie soll man das... Alter, wie soll man denn da rüberkommen? Einfach so. Ja, rüber zum Waffenhangar. Sichert euch das Ding. Und ich mir denke... Ja, wie? Oh, super. Warte mal. Ein Heli ist unterwegs. Bis er kommt, sind wir allein. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ups. Wo ist die letzte Waffenkammer? In dem Hangar, hinter der Rollbahn. Damit gehört die Basis uns. Verstanden. Verstanden. Pass auf, wo du ihn schießt. Verstanden. Mit voller Kraft angreifen. Boah, so. Die Kisten! Ich sehe sie! Ich sag's euch gar nicht mal so einfach hier. Ja, jetzt müssen wir alle ein bisschen einzeln hier wegziehen. Achtet auf die Tür! Ja, wenn man es ein bisschen langsamer macht, dann geht das ja auch alles irgendwie dann viel angenehmer hier. Guck mal, da ist doch schon gar nicht mehr so krass schlimm. Ja, ich will gar nicht wissen, was das war. So, der Typ ist tot. Schießt hier einfach mit Raketen rum. Aber wenn man die halt leben lässt, dann erheben die halt nochmal eine Waffe und schießen nochmal auf einen. Oh oh. So, jetzt schleichen wir uns schön hier hinten lang. Naja, schleichen ist zu viel gesagt, aber auf jeden Fall. Rein da, sagt sie so einfach, als ob ich hier. Ich glaube, ich habe keine Munition mehr auf der einen Knarre. So. Ja, ich bin schon da. Und rein da. Alles klar, komm rein da, Junge. Warum habe ich das Gefühl, dass du hier gleich ein Opfer erbringen wirst? Alex, spring zu mir. Hier, Alex. Eins, zwei, drei. Waffenlager leeren, Alex. Ui. Die Waffenkammer sicher. Ich hab Nachschub. Beeil dich! Feindliche Verstärkungen kommen aus der Stadt. So, Waffenkammer haben wir. Genau. Habe ich noch irgendwas, was ich hier mitnehmen kann? Ich weiß nicht. Ich mach erstmal auf. Es ist noch nicht vorbei. Na los! Die kappen den Strom. Oha, schon wieder Licht aus. Na dann. Kriegen sie jetzt ein bisschen richtig reingehauen hier. Ja, Schwester. Lieber sterbe ich, als die Schweine zu beugen. Ach du Scheiße. Was passiert? Oh, ich bekomm's rein. Ich bekomm... Alter. Bum, 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 bum. Da knallen dir die blauen Bohnen hier nur so um die Ohren.
Krieg ich nochmal Muni? Immerhin mit Rotpunkt. Oh, mit dem Panzer. Aber jetzt sofort los hier. So. Feindlichen Panzer zerstören. Raketen abgefeuert. Raketen abgefeuert. Treffer. Wow, 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 wow. Da unten feindlicher Panzerwagen. Eliminieren. Feindlicher Panzerwagen zerstört. Jetzt hinter den Fußsoldaten her. Ein Raketenwerfer zielt auf uns. Ausschalten. Aber wo ist der denn? Ein Raketenwerfer zielt auf uns. Guter Treffer, greife erneut an. Neubewaffnung, bitte warten. Na dann hauen wir jetzt hier mal richtig rein in die Bude. Landschaftsgestaltung aus der Ferne. Neubewaffnung. Rakete ist bereit. Ups. Das waren aber da mal wieder Verbündete, die ich abgeschossen habe. Feindlicher Panzerwagen zerstört. Jetzt hinter den Fußsoldaten her. Raketenwerfer aushalten. Neue Bewaffnung. Bitte warten. Und hier bin bereit. Gute Wirkung, gute Wirkung. Neue Bewaffnung. Sie verziehen sich. Sie können sie verfolgen. Rakete ist bereit. Kann das sein, dass der Typ das hier gerade ganz schön genießt? Er schießt hier gerade auf mich. Bist du das? Alle Ziele zerstört. Keine Feindaktivitäten auf der Rollbahn. Over. Verstanden, Viper 1-1. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns. Wenn es sein muss, Viper 1-1. Darf ich. Du tötest also Russen. Nur die Bösen. Es war ein großer Sieg für Ursikstan. Danke, Bruder. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir haben Zeit gewonnen. Aber Barkov schlägt zurück. Wie wir auch. Alex und Commander Karims Truppen haben General Barkovs Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Ursikstan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick? Dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatala-Zelle zu einem Haus in Nord-London verfolgen. Drei SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Wenn der Wolf das gestohlene russische Gas in Ursikstan hat, müssen wir ihn finden. Achtung, es könnten Zivilisten vor Ort sein. Augen auf, bevor ihr schießt. Ziele voraus, Leute. Es kann losgehen. Okay, das war ein richtig harter Kampf. Ich bin super oft gestorben. Und irgendwie war es mir dann total unwohl, dann in diesem Helikopter zu sitzen und die Raketen abzuschießen und irgendwie die alle wegzuradieren, als seien sie nix. Und dazu auch noch diese pseudo-coolen Kommentare von den Piloten. Das ist schon irgendwie ein bisschen verstörend. Aber ansonsten eine sehr intensive Mission. Und jetzt geht's hier in London weiter in der nächsten Folge, ihr lieben Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer sehr auf euer Feedback. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.